26 Liter zum Nachtanken, das haut aber nicht hin. Alter, liebe Schwein! Danke euch. Danke. Überleben. Das ist die Devise. Gulag, gulag. Danke, danke, der. Ich glaube, wir hatten in der Saison nur einen Crash, ne? Am Start. Okayama. Ja. Scholax, Grüße. Soll ich dir grün ansagen oder so, oder einfach die Fresse halten? Oh, falls du was siehst, klar, schadet dir nicht. Gut. Ich befürchte, ich muss eh irgendwie in die letzte Schikane rein beschleunigen. Wir haben halt vielleicht einen kleinen Vorteil, dass unser Setup oder unser Auto die ersten zwei Runden etwas untersteuert. Andere haben da ein bisschen übersteuern. Das wird uns vielleicht hier den einen oder anderen Platz schenken. Mal gucken wir mal. So. Sagt mein alter Freund immer, Condensation. Uiuiuiui, da habe ich mich aber übelst verbremst, ey. Ey, schreib's doch mal Niklas ein Sorry. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht berührt. Das hat er alleine weggeworfen, hast nichts dafür können. Okay. Ja, ich war halt noch zu verdammt spät. Ist deine Schlüpfer jetzt auch so braun wie meine? Nee, geht noch, ich war voll. Okay.
So, oberstes Ziel ist, ein paar Incidents von Daniel aufzuheben. Jetzt ist nämlich ganz schön schwierig hier. Das ist eine liebe Idee. Da bin ich zu dir. Kannst du an der zweiten Schikane dann loslegen. Hey Noki. Oh, hier passiert was. Oh. Immer noch nicht braun? Es ist heute das perfekte Schließmuskeltraining. Alter Verwalter. Oh ja. Ich konnte halt auch nicht weiter rechts, weil dann fährst du dir die Hütte auf den Killerwürstchen kaputt. So, Konzentration. Vorne los, Slowdown oder was? Oder ein taktisches Manöver? Oh fuck! Na ja, gut, dafür wieder Windschatten. GRT sagt gerade 57,3. Ey, was mache ich denn hier immer? Aber besser als eben.
Sieht immer aus, als würde es sich ja gleich eindrehen. Und ich glaube, er hat auch Schwierigkeiten. Oh, diese Dottie, ja. Das sieht schwer nervös aus, aber macht keinen Scheiß. Ja. Packst du so einfach? Na klar, geht's bitte. Guten Tag, guten Tag. Alter! Du musst hier voll in die Eisen gehen! Was ist denn mit ihm los? Auf der Ideallinie hält er fast an. Wahnsinn! Uah. Da gab es eine leichte Berührung, weshalb ich ja jetzt hier ein bisschen nach außen gekommen bin. Ich wollte ihm gar nicht so wenig Platz lassen. War jetzt das zweite Mal, dass ich hier ganz schön Dussel hatte. Aber wie kann man denn dort voll vom Gas gehen? Also normalerweise hätte es dort knallen müssen. Schaut nach technischem Defekt bei dem aus, der ist jetzt weit zurück. Ah. Ach so, dass das Gaspedal vielleicht einfach gar nicht ging. Irgend sowas. Ja gut. Dann haben wir Glück gehabt. Alle. Der Anschluss natürlich weg, ne, davon. Haben wir schon. Oder Schaltung, ja, genau. Ah, dort eher weg. So, gucken wir mal, was die für Zeiten fahren. 27 hoch, ui. Das schaffe ich wohl nicht. Ah ja. Ja, dann haben wir echt Schwein gehabt. Das war hier nämlich an so einer ungünstigen Stelle. Ja, der hat Schaltprobleme, haben die gerade geschrieben im Chat. Okay. Ui.
Ach man. Läuft die irgendwie nicht mehr. Ah, Philipp ist schnell in uns. Ah, hier einfach nicht rein. So, ich habe mal 100 Meter eher gebremst oder so. Da geht es dann noch besser. Oh, komm, Sack. Alter. Das hat sich böse angehört, Daniel. Kein Schaden zu sehen. Ja, ich denke, das war unten. Unterboden. Das macht bei den GT3s nicht ganz so viel aus.
Und auf die Brühe. Also nach aktuellem Stand würde ich, glaube ich, denken, erstmal draußen bleiben. Würde ich auch vorschlagen. Ja. Ich könnte noch 8 Runden. Erste Kurve, musst du aufpassen, da wird es halt ganz schön leicht. Prinzipiell ist das Heck ein bisschen leichter. Nachtanken. Ich dachte gerade, wir haben eine Verwarnung gekriegt, deswegen habe ich mich verschalten. Ich lese schon vor, wenn es wichtig ist. Ja. Also ich glaube, du musst ja dann die Traktionskontrolle einsuchen. Aber vielleicht kommst du doch damit klar. Auf 7 hoch. Ich fahre noch auf 6. Aber dann wieder mit mehr Gewicht und so. Voll des Killer, was schon mitgenommen.
mach's mal jetzt auch hoch. Ja, 5 Runden habe ich da. Oh, das gibt's nicht. Hinter uns ist was passiert. Hey Max, set room. Grüß dich. Ups. Vier Inzidenz haben wir schon. Ich schau gleich, was da los ist. TMK, danke dir. Danke dir für deinen Sub. Sehr lieb. Mittlerweile auch ein Wiederholungstäter geworden. Ah, hier hab ich Zeit liegen lassen. Daniel, du sagst an, wenn ich reinfahren soll, ja? Du hast das von außen ein bisschen besser im Überblick. Sprit sagt halt 57,3, also hat sich nicht viel getan. Bei einem Verbrauch von 3,070. So, 2 Runden komme ich noch. Ah, hätte vielleicht sogar mehr Sprit mitnehmen sollen. Das war vielleicht nicht ganz so gut, was wir gemacht haben.
Weil der Florian, der wird sicherlich dann noch ein bisschen länger draußen bleiben können. Naja. Und die 83 wird wahrscheinlich jetzt reinfahren müssen. Die werden richtig Plätze verlieren. Okay, da ist eher rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte aber, da räumt man hier gleich mal weg. Warum ist denn das eigentlich schon wieder so laut? Kannst du danach noch einen? Nein. Nein, das ist jetzt muss ich rein. Gut. Ja gut, hat für eine Runde Sprit gefehlt, würde ich sagen, also passt. Vorsichtig. Oh, 10 Sekunden Option, das ist Scheißdreck. All clear, punch it. So, viel Erfolg. Ein bisschen ja, gehabt, ja. Genau, Limiter? Habe ich drin, alles draußen. Gut, viel Erfolg, viel Spaß. So, ich bin gemutet, Leute. Yo, Reto, hi. Yo, Atze, super Stint, ey. Ich habe ja zweimal so ein Schwein gehabt. Das gucken wir uns dann mal an, wenn wir hier ein bisschen Luft haben. Also, es wäre fast zweimal weg gewesen. Also, puh. Ja, aber hat so schöne Pace. Bei mir fuhr leider die Angst mit. Und naja. Mal gucken. Oh, wie es aussieht, hat Magnetti ganz schön Zeit verloren. Hinter uns. Danke dir, Dirk. Ja, ich bin super zufrieden, ohne Mist. Also, ich hätte das nie gedacht. Ich meine, mir war bewusst, dass meine Pace langsamer ist. Aber auf P5 zu übergeben, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und von daher bin ich sehr zufrieden. Jetzt muss man mal schauen, wie der Daniel klarkommt. Mal gucken, was die Reifen sagen. Ja, geht. Eigentlich gut. Ja, also ich denke, ihr seid ein bisschen zu zeitig rein, ne? Da werdet ihr vielleicht ein, zwei Plätze verloren haben jetzt. Hoffe es nicht.
Aber in der Regel ist man ja voll etwas langsamer. Also, ja. Next car is the leader. Wir sind zurück auf dem 5. Hinter uns muss irgendwas passiert sein bei Manity. Die standen normal 33,8, ein bisschen länger, vielleicht 2 Sekunden, aber nun gut. Ja, ich habe 71, ich habe für eine Runde mehr mitgenommen. Oder 70 hatte ich sogar. Weil ich ja einen etwas niedrigeren Verbrauch habe. Gut, so, wo seid ihr rausgekommen? Auf P3. Ja, das habe ich befürchtet. Aber wir können ja mal vorgehen. Der Daniel macht das schon. Ich habe das hier so ein bisschen im Blick. Hier müssen wir hin. Geh weg! Ich mache mal eine super schöne Cam rein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Ist der Pumi da? Pumi? Ja, beim Dominik geht aber noch was. Hä, da geht doch noch was. So, wir haben jetzt Michael Schaller auf dem 6. Ist das Auto, wo der Philipp Meyer mitgefahren ist? Also da war echt gut. Nur kein Risiko, hast du recht. Noch alles offen, richtig, aber boah, also wir wären, glaube ich, echt zufrieden. Und der Dominik, der ist halt auch sauschnell. Deswegen, die beiden ergänzen sich gut. Atze und Dominik, die waren hier auf der Strecke einfach schneller. Ich habe nach dem ersten Tag Training abgebrochen, weil mir schlecht war. Mir war einfach kotzübel. Kam gar nicht klar. Ich komme auch jetzt noch nicht mit dem Setup klar. Deswegen habe ich hier für uns eine etwas untersteuerndere Version gebaut. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber egal. Hauptsache nicht weghauen. So, gucken wir mal. Was fahren die für Zeiten da vorne? Daniel ist letzte Runde 28,7 gefahren. Vorne fahren sie der Ruben eine 28,499 und der Dominik eine 28,319. Also, ich denke, das passt. Wenn wir damit. Gut, jetzt ist er eine 29,1 gefahren, aber passt, wenn wir da ein bisschen langsamer sind. Alles gut. Gibt's mal noch für geile Cams? Hier Dynamic TV, das finde ich auch geil. Vielleicht ein bisschen weit weg, aber. Puh. Zu viele Bäume. Hä? Zu viele Bäume. Ich glaube, Dominik kann schneller. Ich gehe in die Chasecam. Es ist ja schön, dass es hier so viele schöne Kameras gibt, aber die Chasecam ist für mich persönlich immer noch irgendwie die beste. Daniel hat immer noch 3 Sekunden Abstand nach hinten. Daher bleibe ich mal noch ein bisschen da drauf. Ach, hier, der nächste Geldmann, ne? Das DD2 fährt daher. Ei. Hey Johnny, grüß dich. Oh Johnny, du hast meinen ersten Stint verpasst. Also meinen ersten und einzigen. Aber, ja, also ich muss dann definitiv die Schlüpfer wechseln. Das war übel. Das war krasses Training für einen Schließmuskel. Wir gucken uns das dann auch nochmal an. Ah, okay. Im Lokmodus. Ich glaube, da oben ist schneller. Ich glaube, Ruben ist schneller.
Und das wird wohl der erste Sieg dieser Saison für Full Send, hä? Wie es aussieht. 85, auch noch das Auto, das in der Meisterschaft ein bisschen vor uns ist. Daniel macht es gut. Wir gehen mal auf den Daniel, hä? Wollen wir ins Cockpit gehen. 28,8. Also ich würde jetzt auch nicht schneller fahren. Macht er echt gut. Ja, und bist du zufrieden? Du bist doch vorher auch die 2,5er Base gefahren. Würdest du sagen, das hat sich gelohnt? Oh, guck mal. Eine 28,5. Das ist der Dominik letzte Runde gefahren. Stark. Stark. Ah ja. Und er fährt halt super sicher. Ja, und das ist halt das Ding. Beim Daniel mache ich mir da gar nicht so die Gedanken. Wenn da mal was passiert, okay. Ist definitiv besser, ja. Okay. So, hinter uns, hier haben einen Positionskampf. Wo ist denn eigentlich der Marco? Auf dem 11. Okay. Oh, super. Oh, das ist aber lieb. Sehr großzügig. Jupp. Hab auch mal ein Thanks geschrieben. Jo. So. Der Daniel fährt hier auch eine etwas andere Linie, als ihr das bei mir jetzt gesehen habt, damit er hier die Kurve gerade anbremsen kann. Das ist hier nämlich schwierig. Ansonsten musst du nach dem Linksknick sofort in die Eisen gehen. Und wenn da die Lenkung nicht richtig gerade ist, wird die Kiste wieder unruhig, der Bremsweg wird noch länger. Und das umgeht er, indem er da vorher halt diesen Bogen fährt. Ne? Also durchaus legitim. Ne, macht das super. So, vorne sind jetzt die Abstände so weit auseinander, dass da erstmal nichts passiert. Er kommt sogar ein bisschen an den Adam ran. Aber da habe ich einfach zu viel Zeit verloren in meinem Stint, damit er hier noch irgendwas ausrichten kann. So. Ja, gibt's schon. Aber wie es der Dirk so schön geschrieben hat, das sind eher so die Ladenhüter, die sie da so günstig raushauen. Das, was für uns interessant wäre, wäre halt das Formula One-Ding drin. Aber das ist halt das Carbon noch. Also das alte, quasi das, was ich hier dran habe, nur in Carbon. Und ich muss ehrlich sagen, mir
mir fehlen. Mir fehlt vielleicht die ein oder andere Taste. Also ich habe alles belegt und bräuchte teilweise halt noch ein bisschen mehr. So, naja, gut. Also hinter uns, die Jungs, die sind definitiv langsamer, beziehungsweise Michael Schaller hält da einen Laden ein bisschen auf. Und dadurch kommt der Daniel jetzt hier schön, kann sich hier schön absetzen. Die Pedals, ja. Genau das Ding. Genau das. Weil aktuell nutze ich Kupplung ja gar nicht. Ne? Und ich habe die 2-Pedal-Version von Heusingfeld, aus Kostengründen natürlich. Ne? Und ja. Und das würde mich auch interessieren. Ja, WB Tim. Dank. Ich glaube, Reto, ne? Du hattest mir die damals sogar verschafft. Pedale. Pedale. Ja, das ist geil. Ja, wir sind super zufrieden. Also, die 83, also unser besser besetztes Fahrzeug, da können wir immer hin und her switchen, ne? Da haben wir alles richtig gemacht. Die sind jetzt auf dem 3. Platz und wir aktuell auf dem 5. Nach vorne wird nicht mehr viel gehen. Nach hinten wahrscheinlich auch nicht. Also, sind wir eigentlich zufrieden. Ich glaube, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und wir schauen uns mal ganz kurz an, was uns da passiert ist. Das war, ich habe die Runden leider nicht mehr so auf dem Schirm, aber wahrscheinlich war es einmal hier die. Da ist vorne nämlich einer abgeflogen und kam so ein bisschen auf die Strecke zurück. Das war, glaube ich, oder war das vorher? Ach nein, das war vorher. Hier ist was anderes passiert. Das war auch interessant. Simsa hat scheinbar Probleme mit den Pedalen. Und die sind hier. Bumm. Die sind hier dann. Ja, hat er scheinbar kein Gas mehr geben können. Wir gehen mal ins Cockpit. Oder schalten. Ja, und da stehst du natürlich voll auf dem Pinsel schon. Upsa. Und ja, also ich glaube, hier hat nicht mehr viel gefehlt. Können wir mal hier, was ist denn das? Fahrchaser. Da hat, glaube ich, echt nicht mehr viel gefehlt. Dann, sonst hätte ich den dort weggeräumt. Ja. So, und dann war halt noch das Ding. Ja. Dadurch habe ich dann aber halt so viel Schwung verloren, dass ich mich gegen Philipp Meyer verteidigen müsste und irgendwie habe ich mich dann sehr weit rausgetragen lassen, ja, weil wir hier eine Berührung hatten, siehst du. Hat mich schon gewundert. Ja, das war das eine Ding und oh, ich weiß nicht mehr, ob das, war das in der ersten Runde, das andere? Oder das hier ist, glaube ich, der Nick Schulte-Wissermann abgeflogen. Ja, genau. Und kam dann hier ungünstig auf die Strecke zurück, ja, und ihr musst halt aufpassen, hier darfst du auch nicht so sehr drüber hacken, ne? Ich hatte ja jetzt auch 10 Sekunden Optionless, die habe ich mir irgendwo mal geholt auf so einem Curb. Und, ja, also ging halt auch nochmal gut. So beim Anbremsen dann hier so ein bisschen hin und her ausweichen, ist halt nicht so einfach. Und ich glaube, ich habe mir hier trotzdem das Auto ein bisschen, also dass ich die Optionless von hier hatte, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, waren 2 Schreckmomente für mich auf jeden Fall, aber wir haben es überlebt, alles gut. Abstand nach hinten ist jetzt 10 Sekunden, Linus ist mittlerweile vor, auf dem 6. Platz, auch gut für einen McLaren, denke ich. Und so, Dominik weiterhin auf dem 3. Wir sind gerade 29 Rundenzeiten gefahren, da war bestimmt eine Überrundung. So. Ja,
Ja. Deswegen, also. Ja, das Verwöhnprogramm ist schon absolviert worden. Die beiden, die schlafen schon tief und fest. Ja, also Mazda, das glaube ich dir gerne. Das glaube ich dir gerne. Und dann kommt es ja noch auf die Splits an, ja. Also wenn du dann einen höheren Splits fährst. Wobei, will ich gar nicht mal so sagen, wer sich das letzte Video angeschaut hat, das ich heute hochgeladen habe, da sind wir VRS gefahren in einem, ja, ziemlich niedrigen Split. Also die Leute, die sind echt gut gefahren, will ich mal sagen. Also ja, von der Pace her langsam, aber so vom Kopf her fand ich es gut. Ich glaube, das kommt dann erst später in etwas höheren Splits, wo die dann... Bist du schon eingeschlafen? Ja, ja. Bin froh, dass der Stream an ist. Hm. Ja, der eiert hier rum wie so ein Uhrwerk, ja, jede Runde gleiche Rundenzeit. Deswegen gehe ich da schon gar nicht mehr drauf ein. ja. So. Hast du recht, Kalle. Hey Sven, grüß dich. Hast du recht, Kalle, da war ja noch mal was. Da bin ich ja auch noch mal geflogen. Weißt du noch, in welcher Runde das war? Vielleicht können wir gerade mal die Zeit nutzen, uns das nochmal anzuschauen. Wir haben jetzt noch knapp 7 Runden. Ja, Tim. Glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich meine, wir hatten ja auch im Cadillac, hatten wir ja auch einen Crash. Also, wir sind jetzt in relativ wenig Rennen hochgekommen, ja. Aber es lief nicht perfekt. Muss man einfach sagen. Und oftmals kann man eben da leider nicht viel machen. Aber ich glaube, der beste Tipp ist tatsächlich Nordschleife. Ne? Wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, dass in irgendeiner Serie Nordschleife gefahren wird, dann würde ich das machen. Wenn du die Strecke beherrschst, ist natürlich halt auch wieder sowas. Aber viele kennen die ja. Oh, ja, Fristleistung, das stimmt. Das stimmt. Ich habe noch ein altes Mainboard und ein AMD X2700 hier rumliegen. Vielleicht wert ist ja was für dich. Mainboard hat nur leichte Brandspuren, aber es lief noch. Atze haut hier 300 Bits rein. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, was diese Bits angeht, bist du jetzt hier der absolute Bits-Leader oder Leader oder wie das heißt. Hier, im ersten mit 500. Wahnsinn. Atze, dieser Geldmensch. So, gehen wir nochmal ins Cockpit. Hier schön ausholen. Hier gehen wir nochmal kurz drauf ein, ja. Jetzt kommt er hier schön gerade an und kann hier entsprechend gerade anbremsen, ja. Und holt sich trotzdem auf Dreck, das kann ja wohl Spaß sein. Atze, bist du eigentlich ohne Schaden durchgekommen? Also ohne Schaden am Auto? Ah, schön. Ich habe es mir, wie gesagt, irgendwo ein bisschen, also 10 Sekunden. Aber ich denke, das war nur unter, also war unter Boden. Das macht ja hier nicht so viel aus. Hat sich zumindest normal fahren. War nur eine halbe Sekunde langsam. Ach, eine Sekunde. Ich bin so froh, dass ich jetzt einen Haken dran machen kann. Zolder, abgehakt. Passstrecke. Wie kann man eine Strecke basteln mit 3 Schikanen und einer Haarnadel? Ja, jetzt bin ich gespannt, ob Sebring das Setup noch funktioniert. Ja, mit 30 Kilo gebaut, jetzt nur noch 18 Kilo. Mal gucken.
Ja, das, ich hasse es. Ich hasse Strecken, die ständig, wo die Fahrzeuge ständig eingebremst werden, so künstlich hier. Hä? Fährst du hier mit 70 durch oder was? Und ist halt unflüssig für mich. Ich mag eher Strecken, die schnell sind, so Highspeed-Strecken, ja. Zack, 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 hin, her. Leben am Limit und nicht hier leben auf der Bremse. Aber Geschmackssache. Ja, oval. Oh, was ist mit Marco los? Hat er nur gerade ein Lag oder ist was passiert? Ich äuge mal noch ein bisschen. Ich glaube, Marco hat gerade Internet-Schwierigkeiten. Nee, falsch ist das hier. Weg ist er. Oh nee. Übrigens ist das eine Überrundung hier. Ja, Dirk, also es war mir schon klar, dass ich nicht ganz deine Pace erreiche, aber ich freue mich, dass es doch so gut lief. Ja, Spaß, okay, genau. Aber hat halt auch eine Schikane. Eben an der Mauer, ja. Also ich muss ehrlich sagen, oval ist vielleicht für einen Zuschauer ein bisschen langweilig. Aber wenn du selbst fährst, ist das schon ganz geil. So, was ist denn jetzt hier eigentlich mit dem Kollegen, der Sebastian Falke? Fährt da 2 Sekunden, 3 Sekunden fast hinter einem her, aber mag jetzt auch nicht mal irgendwie zur Seite fahren. Jetzt. So, hier steht's dann auch. Marco. Leider mit Disconnect. Shit. Hey, Patte. Ja, super, ey. Das war super erster Stint, oder? Super Stint von dir. Das war, ja, konnte ich nicht mitgehen. Aber wir haben ja auch zweimal ordentlich Glück gehabt. He? Also ich zumindest. Glaube ich nur einmal. Alex, oval ist an der Strecke mega. Ja, wenn die dort vorbeifliegen, das stimmt. Das habe ich einmal gemacht, seitdem habe ich die Frisur. Das ist ganz übel. Ach so, ja, das müssen wir auch nochmal anschauen. Da habe ich mich übelst verbremst. Das schauen wir uns gerade nochmal an. Ich weiß gar nicht warum, was da los war. Auf jeden Fall, ja, das guter Hinweis. Ja, hier konnte ich mich noch verteidigen. Und, ach, das wollte ich mir eh anschauen mit dem Niklas. Ja, genau, mir kam hier das Heck. Also, ich sag vorher noch, hör, unser Setup ist schön untersteuernd. Ja, so. Und dann war ich einfach mal zu spät auf der Bremse und, ja, und da dachte ich, ich hätte einen Niklas auf dem Gewissen. Aber er scheint mir auch ausgewichen zu sein, oder was? Gucken wir uns mal an, was passiert ist. Ne, er war auch zu spät. Ach, er war auch zu spät auf der Bremse. Ja, Patte, da hast du alles richtig gemacht, ne? Du hast hier die Bremse gelöst. Ja, gucken wir, das sieht man mal ganz kurz. Weil du im Rückspiegel, ja, du hast einen Niklas, du, 100 Pro hast du einen Niklas gesehen, wie er angeschossen kommt. Hast die Bremse gelöst. Ja, das sind die Profis, Leute. Das sind die Profis. Ja, löst nochmal die Bremse, damit es nicht knallt und ist gut gegangen. Und naja, und dann kommt noch einer von innen. Also haben sich halt echt beide, also zwei vertan. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, und dann stehst du hier rum und kannst nichts machen, außer, ja. Ja, Patte, großes Kino. Außer, dass du natürlich ein bisschen langsam warst, ne, in der Kurve, aber gut. Was ist deine Lieblingsrennserie in echt eigentlich? Ob das mir glaubst oder nicht? Aktuell gucke ich mir gar nichts mehr an, weil ich nicht mehr die Zeit habe.
Formel 1 ist mir zu langweilig geworden. Das habe ich früher immer geguckt. Meistens sogar mit einem Atze zusammen. Da hingen wir dann im Discord oder Teamspeak oder so. Oder haben uns ja Sprachnachrichten geschickt. Mittlerweile war ich zu. Ah, okay, das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Ja, bei der VLN denke ich dann immer, da könnten sie vielleicht mal bessere Kommentatoren hinsetzen. Also, da haben einfach die Kommentatoren aus dem Simracing-Bereich viel, viel mehr drauf. Meine Meinung. Na, ah, Pumi. Gerade der. Ich denke immer, was? Ein Dummbrot. So. Also wenn man keine Ahnung hat und dann halt trotzdem redet, das ist dann. Da sinken die Leute bei mir immer in der Anerkennung. Weißt du? Ah ja, und vorhin, als ich hier, ist der Pumi da, muss ich jetzt hier das Sponsor-Logo zeigen oder nicht? Ja, kam nichts. Kam gar nichts. Saftler. Nee, schön, dass du da bist. Und zugelurkt hast. Mensch, Daniel, sauber, schön gefahren. Hätten wir die Strecke abgehakt, oder? Ah, ich hab's gerade gesagt im Stream, ich hab ohne Mist... Und drei Kreuze im Kalender. Dass wir das überlegt haben, ey. Dankeschön. Ja, und wie? Ja, und wie? Ist sogar gut, ja. Ich bin jetzt hier zwischenzeitlich sogar schon mal auf die Sachen eingegangen, die mir so passiert sind. Erste Runde, dann dritte und siebte. Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal die 13. Runde an, wo ich das Auto wahrscheinlich zerschossen habe. 20 Sekunden, auch das geht auch noch. Ja, Tim, es landet auf YouTube. So, Daniel, schön, echt schön, freue ich mich. Und freue mich auch für die 83. So, wir gucken uns Runde 13 an. Da habe ich wahrscheinlich das Auto zerlegt. Naja, 10 Sekunden, hier müsste das gewesen sein. Ja, genau hier war es auch, das sieht man so sehr drüber, bam. Och, ich glaube, davon mache ich einen Screenshot für YouTube. Oder? Ach nee, gibt noch andere schöne Sachen. Ja, das ist einfach zu viel des Guten, macht man nicht. Und, Z, ne? Da... Da holt man sich dann Unterbodenschaden. Das ist einfach so. Oh, Atze im Interview. Ah, Atze versteht doch eh keiner. Ja? Redet er schon, oder was? Keine Ahnung. Weil, wer spricht schon Ostdeutsch, ne? Sächsisch. Gibt's was ihr sehen wollt? Unbedingt noch. Weil ansonsten würde ich euch jetzt direkt zu GSR schicken, die, oh, ich habe die ganze Zeit die Kamera noch hinten gehabt. Die Veranstalter der Serie sind. Und. Also seid doch ruhig. Das sind 192 sehr, Zuschauer. Sehr gute Saison. So. So, hat sie schon drin? Komm, ich schicke euch jetzt rüber. Habt ihr jetzt davon? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für diese ganzen Subs. Ja. Und Follows. Was haben wir hier? Der Dirk. Der Dirk hat doch gestern erst. Warte mal. Nee, ich bin ja falsch. Was war denn heute alles? Der Paar Junior, der TMK und der Atze. Vielen Dank für euren Support. Und der Chris natürlich ja wieder mit seiner Eurospende. Wie jeden Tag. Also, macht's gut. Wir sehen uns spätestens am Sonntag zu, wie viele Stunden sind? 6 Stunden auf Sebring Neo Endurance. No? No. Also, schönen Abend, schlaft gut und bis bald.
Daniel, ciao. Willst du noch was sagen? Ciao, Papa, brav bleiben. Ba, 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 ba.